Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Und zwar Alone in the Dark, wie ihr eben gesehen habt. Das ist ein PC-Spiel. Ich hoffe, ich stelle mich nicht ganz so glatt an. Wir müssen aber jetzt erstmal, das habe ich, habe jetzt hier schon ein paar Mal rumexperimentiert hier am Anfang, um das vernünftig einzustellen, dass ihr auch was seht und was hört. Das Bild war vorhin ziemlich dunkel. Ich hatte es erst so 50 standardmäßig. Ich habe es in den Einstellungen gesehen, wenn ich bei 80 bin. Dann sieht man was und dann ist es mir selber nicht zu hell, weil irgendwie ist es für mich jetzt hell, aber in den Einstellungen, also wenn ihr das dann seht, irgendwie nicht so hell. So, zurück. Achso, warte mal. Ich wollte ja noch Einstellungen. Eingabe. Oh, WASD. Toll. Ich würde gerne Link, oh, Spacebar. Oh, das, ich hätte das gerne mit dem Controller gespielt, aber so wie es aussieht. Oh, da muss ich mich wohl wirklich. Da muss ich mich wirklich dann. Werde ich wohl doch mit Ding spielen. Spiel hosten, Server finden, Einzelspieler. Ach, man kann nicht online, man kann Spiel hosten. Wie geil ist das denn? Ich mache aber erstmal einen Einzelspieler. Achso, die sind alle nur abgeschlossen. Schwierigkeit. Nee, verrückt auf jeden Fall. Leicht. Charakter an Hunter. Witch. Witch ist Hexe. Okay. Priest. Hunter. Ich nehme Hunter. Hunter. Charakter. Personalisieren. Ach, ich kann gar nicht wirklich personalisieren. Weil das habe ich noch alles gar nicht freigeschalten. Okay. Okay. Spiel starten. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Wir spielen es mit WASD. Also beziehungsweise ich. Ich werde bestimmt komplett versagen. Müssen halt die Ladezeit ein bisschen abwarten. Ein bisschen längere Wartezeit. Mein PC ist halt, oder beziehungsweise mein Laptop ist leider auch nicht der schnellste. Ich habe nur ein i5. Ja, Arbeitsspeicher habe ich zwar 16 GB, aber ich habe halt nur einen i5-Prozessor. Ja, irgendwie passiert nichts. Irgendwie lädt's und lädt's und lädt's. Ladet und ladet und ladet. Oh doch, da kommt was. Also mit Maus bewege ich mich. Okay. Einmal raufdrücken, dann zielt er. Mit der linken. Mit der rechten. Leertaste ist springen. Was können wir denn hier machen? F. Verriegelt. Aha.
wieder voll kreischen hier, ey. Hier können wir auch was öffnen. Das kann ich öffnen. Licht und... Hier ist was. Oh. Stirb nicht. Nein. Oh, da sind viele. Da sind weg. Weg. Ich heile. Ich werde jämmerlich. Ich bin tot. Oh, da bin ich aber ziemlich weit gekommen. Nochmal Level. Da bin ich aber ziemlich weit gekommen. Mensch, bin ich weit gekommen. Jetzt lasse ich die Tür lasse ich jetzt definitiv erstmal zu. Okay. Ich sag ja, Leute. Shooter ist jetzt nur nicht mein Ding. Hier was aufmachen? Hier war nicht, oder? Nee. So, F. Ach, jetzt ist die Tür auf. Was ist denn das? Ich hab einen Flammenwerfer. Zurück. Geh da zurück. Ich bin schon wieder tot. Mensch, ich halte dir lange aus. Einzelspieler, nochmal. Ich hätte jetzt einfach mal mich verdrückt. Ey, scheiße, ey, da kann ich doch keinem antun, ey, wie ich hier abluse. Ich habe aber S hier drückt, ihr habt zum Zurückgehen. Ist doch S. So, E ist Flammenwerfer. An. Mit F. Nee, da. Tür verriegelt. Okay. Also jetzt kriegt die Tür nicht auf. Warum geht's denn mal auf und mal nicht? Steht nicht. Auf jeden Fall. So, ich muss den E muss ich beobachten. So. So, mal Licht an. Und jetzt hier erstmal überall Licht an. Und alles auf, dann habe ich nämlich auch einen Rückzugsort. Da soll ich hin. Hier ist abgesperrt. Ist da was? Nee, da ist natürlich nichts. Scheiße. Ich werde so jämmerlich versagen. Ja, ich bin nicht der PC-Spieler, also... Mit einem Controller würde mir das, denke ich mal, nicht passieren. Hoffe ich doch. So, jetzt muss ich die beobachten.
Oh. Kommst du denn her, mein Freund? Ich hab schon ziemlich. Oh, ich bin nicht weit geschafft. Scheiße, jetzt bin ich tot. Fähigkeiten verteilen. Ich brauche auf jeden Fall Gesundheit. Klatsch mal hier alles auf Gesundheit. Dann überlebe ich auch mal was länger. Ah, ich habe hier noch andere. Oh, hier hat man aber echt. Aber ich werde erstmal alles auf Dings packen. Gold. So, ich will jetzt das. Das will ich. Das will ich. Achso. Zack, zack. Gold. So. Ich versuche es jetzt auf jeden Fall nochmal. Und dann werden wir auch mal online versuchen. Oh ja, der Zwiebel schon mehr durch. So. Habe hier schon leicht eingestellt. Shit, falsche Taste. Lebe schon was länger. Habe ich das gefühlt.
Schaltung. So, dann gehen wir mal zurück. So, dann machen wir mal ein Spiel hosten. Nee, ich will kein Spiel hosten. Ich will schnell ein Schnellspiel machen. Zurück. Ich will mal schnell das Spiel machen. Na, da haben wir dort gefunden. Verbindung mit dem Server. Okay. Hier etwas ein und drücke Enter. Bereit. Bin mal gespannt. So. Nun geht's los. Ja, im Team macht das schon mehr Sinn. Wow. Ach, F. Ah, kein Medipack, so ein Scheiß.
shit. Da kann ich nicht mithalten. Also mit Maus und WASD, jetzt so ein Spiel, das ist jetzt nur nicht mein Ding. Weil da bin ich nicht schnell genug mit der Maus. Ach, das war das Blitzen. Weil die eine Hexe ist. Ah, okay. Okay. Ja, da kann man mal sehen, wie man es spielen kann und nicht so ablust wie ich. Schon ein schönes Spiel. Ich muss mich halt nur an die Steuerung gewöhnen, weil ich war da jetzt komplett überfordert mit der Steuerung. Das war jetzt nur nicht so meins. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie anders spielen kann. Ich muss mal meinen Controller irgendwie einstellen. Oder mein DS3-Tool irgendwie so modifizieren, dass ich halt dann das mit dem spielen kann, weil so lose ich komplett ab. Habe ich null Chance. Das ist jetzt nur überhaupt nicht so mein Ding mit WASD. Als Spiel macht schon im Team, also alleine. Naja, aber so jetzt hier im Team war schon echt cool, muss ich sagen. Da muss ich mal gucken, dass ich das wirklich mal einstelle und dann nochmal eine Runde zocke. Oder mal gucken, ob der Onkel das vielleicht hat. Dann mit dem Onkel vielleicht mal spielen. Weil ihr seht ja, wie er das oder sie. Ich weiß. Ja, doch, heißt ja Mr. Boogie. Mr. Boogeyman, also. Der spielte der vernünftig. Also, man sieht ja. Man sieht man. 1, 2, 3. Man sieht ja, es geht. So gut kann ich das leider nicht. Also nicht mit WASD. Ah, da kommt das. Da ist jetzt die Lampe. Die leuchtet auch rot. Also sieht man wenigstens mal, wie es weitergeht. Weil ich würde es alleine nicht so weit schaffen. Dafür bin ich nicht gut genug. Grafik. Wenn wir uns die jetzt so angucken. Ich bin ja jetzt außer Gefecht gesetzt. Jetzt kann ich mich ja darauf ein bisschen konzentrieren. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ich hab gedacht, das ist wieder so ein Spiel, wo man alleine spielt. Das ist ja schon mal schön, dass man hier zu. Ja, ich denke mal, es wird bis zu 4 Spieler geben. Oder 5. Ich denke mal 4 Spieler. Dass man bis zu 4 Spieler hier spielen kann und dann die Map so nach und nach freischaltet. Sieht schon sehr interessant aus und ist auch vor allen Dingen mal was anderes als ja, immer diese 0815 Shooter. Und vor allen Dingen diesen Gruselfaktor finde ich sehr geil an dem Spiel.
Also als Witch hat man da wirklich. Vor allen Dingen, die macht Schüsse und die Dinger fallen um und ich hab da drauf geballert wie ein Bescheuerter und ich hab die nicht kaputt gekriegt. Und? Also mit der Blitzpower bringt das schon ordentlich was. Und vor allem, die schießt nur mit einer Pistole. Seht ihr das? Die schießt nur mit einer Pistole. Und die gehen auch irgendwann kaputt. Und ich schieß mit einer. Mit Maschinengewehr drauf wie ein Bescheuerter und die fallen nicht um. Gut, man müsste auch zielen und so, aber. Trotzdem habe ich ja auch genug Munition drauf geballert auf die Viecher mit Maschinengewehr und die sind nicht umgefallen. So, da oben, Verteilerkabel. Ah, okay. Klicke links, um Kamera zu wechseln. Ja, natürlich geht es ja momentan nicht, weil wir sind ja da nur zu zweit. Das ist der Verteilerkasten, also wird es das gleich geschafft haben. Beziehungsweise er. Kann ich bei bestem Willen leider nicht mithalten, wie er da spielt. Ach, da wäre für mich Munition. Ja, wie gesagt, das ist nun mal nicht mein Ding. Mit dieser PC-Steuerung. Ich muss dann noch mal gucken, dass ich meinen Controller irgendwie zuweise. Gibt's doch nicht ein paar Schüsse und die. Irgendwann fallen sie um und ich hab dann mit Maschinengewehr drauf geballert wie ein Bescheuerter und die sterben nicht. Oh, sind die Spucker. Und drauf gehauen und weggerannt und mich spucken sie hinterher und da passiert nichts. Oh, so schnell kann ich mich ja nicht bewegen, wie die das macht oder er das macht. Verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Okay. Oh, da kommt was links. Krasse Scheiße. Okay. Da kann ich bei bestem Willen nicht mit dienen. Also das kann ich nicht. Definitiv nicht. So.
Und beendet. Krasse Scheiße. Sieg. Also da kann ich nicht mit dienen. Also so gut bin ich nicht. Und ich habe ja schon meine Maus hier auf sehr empfindlich gemacht und so, dass ich schnell links, rechts mich bewegen kann. Aber das schaffe ich nicht. Ist jetzt mein Spiel abgekackt? Nee. So. Nee, also das schaffe ich bei bestem Willen nicht. Mal gucken, wie lange ich jetzt überlebe. Ist die raus? Nee, die ist noch da. Ah, hier ist Zeug. Ich werde erstmal einsammeln. Achso, das ist nicht für mich. Ah, ich komme mit diesem WASD komme ich immer durcheinander, ey. Oh, voll. Voll. Ne, ich würde sagen, ich steige jetzt hier aus. Ist ein sehr schönes Spiel, aber. Also alleine auf keinen Fall. Also für mich auf jeden Fall nicht. Ihr habt ja hier den Partner gesehen, mit dem ich hier gerade unterwegs bin. Ich habe ja einfach mal wild nach Servern gesucht. Man sieht, es ist machbar. Aber für mich definitiv nicht. Dafür bin ich kein PC-Spieler. Dafür bin ich einfach zu schlecht bei PC-Spielen. Das ist für mich absolut nicht machbar. Im Team mit einem Onkel, mit einem Blue und was weiß ich wem. Alles kein Problem. Wenn man sich so ein bisschen Rückendeckung geben kann. Aber alleine würde ich hier, habt ihr ja gesehen, würde ich nicht nur alleine versage ich jämmerlich. Aber wirklich jämmerlich. Aber nichtsdestotrotz, so an sich ist es echt ein schönes Spiel. Die Grafik ist gar nicht mal so schlecht. Ja, seht ihr ja. Ist ein kein 0815-Shooter. Ist schon mal was. Ist ja schon mal was Besseres hier. Definitiv. Man hat mehrere Klassen. Ich werde da mal gucken, dass ich noch irgendwelche Leute finde, die das auch haben, dass man da mal richtig im Team mal und ich mich mal hier so ein bisschen noch zurechtfinden muss, vor allen Dingen mit der Steuerung. Und ich habe ja schon die Maus hier auf sehr empfindlich gemacht und trotzdem lose ich komplett ab. Aber nichtsdestotrotz, ich verabschiede mich denn jetzt erstmal hier. Ahoi, sagt euer Odin.